Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Nun, das letzte Mal haben wir gesprochen über das Anlassen. Ja? Schleifringläufe anlassen und so weiter. Heute sprechen wir über eine Sache, nämlich das Anlassen mit einer Sanftanlaufschaltung. Okay? Anlassen mit einer Sanftanlaufschaltung, wie funktioniert das? Nun, ich habe einen Motor. Logischerweise, ja, also ein Asynchronmotor, da ist er, da ist der Motor, der hat die Klemmen U, V und W, wie üblich, sage ich mal, ja. Und da habe ich die Zuleitung, da gibt es irgendwelche Schalter, also die drei Zuleitungen, da gibt es das Motorrelais, es wäre dann auch noch hier praktisch einen Motorschutzschalter sowas vorzusehen. Und eine Möglichkeit ist es, so eine Sanftanlaufschaltung, praktisch man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein variabler Widerstand, sind aber elektronische Schalter drinnen. Also es ist eigentlich so eine antiparallele zwar Thyristoren sind da drin, antiparallele Thyristoren. Das ist dieser Sanftanläufer da. Ja? Und die Zündwinkel und wie das da eingestellt wird, ist variabel. Ja, und die schalten wir direkt durch. Ja, die Phasen. Also nur in einer Phase ist dieser Sanftanläufer drinnen. Ich beeinflusse mit diesem Sanftanläufer genau eine Phase. Und wenn wir sich das jetzt überlegen, wenn wir symmetrisch belasten, schaut das ja so aus. Ja, da haben wir eine Spannung, eine Sternspannung, da haben wir eine andere Sternspannung. Ja. Da haben wir wieder eine Sternspannung. Üblicherweise, wie ist das drin, aber im Dreieck schalten. Das heißt, heraus haben wir eben da diese Spannungen. Das sind die Spannungen, die der Motor spürt praktisch auf seiner Windung. Der ist im Dreieck geschaltet. Aber wenn er im Stern geschalten ist, spürt er halt die. So wurscht. Ja? So. Jetzt reduziere ich mit dieser Schaltung hier. Ja? Der da. Reduziere ich die Spannung auf einer Phase, ja, da, ja, der geht da oben, ja, dann ist er nur so kurz mehr, ja, zum Beispiel. Dadurch verschiebt sich dieser Stern, also dieses Dreieck, so, ja, da sehen wir, zwei Phasen werden praktisch verkleinert und die dritte Phase, die dritte Spule ist praktisch unverändert, gell? Darin ist unverändert, da die gleiche Spannung unverändert durch. Das kann ich, den Sternpunkt schiebt es da langsam mit runter. Also das ist so, wie wenn ich da oben draufsteige. Ich kriege eine Sternpunktspannung zusammen. Sollte ich einen Sternpunkt da drin geschaltet, sollte das ein Stern geschaltet sein, kriege ich Sternpunktschalter und so. Und das wird so nach unten bewegt, ja? Wir sehen, wir reduzieren die Spannung in zwei Sternpunktverschiebung. Und zwei Phasen wären kleiner. Und ja, wenn zwei Phasen beeinflusst, ja, was da passiert, wenn ich jetzt wirklich zwei Phasen kleiner mache, das können wir uns auf dem Computer ansehen. Okay? Schauen wir sie das am Computer an, was da passiert. So, ich habe da wieder meine Datei offen vom Drehfeld. Ich habe die ein bisschen verbessert. Ich habe jetzt nämlich automatisch einen grauen Kreis eingezeichnet, den sehen wir jetzt aber nicht. Ja? Den sehen wir jetzt nicht. Ich habe da praktisch nachgesehen, wenn ich den Pfeil bewege, zeichne ich die Pfeilspitze ein. Okay? Also das kennen wir eh, ja, wie dieses Drehfeld entsteht. Das haben wir uns ja schon mal angesehen. Gell? Und jetzt werde ich zwei Phasen verkleinern. Sagen wir auf 70%, 0,7 natürlich, auf 70%, eine Phase verkleinern, zweite Phase verkleinern. Was wir jetzt sehen, ist so ein Ei. Ja, also wir sehen da die Phasenspannungen von zwei Phasen, genauso wie wir es da gesehen haben, ja, sind verkleinert und die dritte Phase, die grüne in diesem Fall, ist noch voll, in vollem Umfang da. Und wir sehen,
die Spitze des Feldes beschreibt jetzt nicht, oder die Stärke des Feldes beschreibt jetzt nicht mehr einen schön rotierenden magnetisches Feld, sondern das wird bei der Rotation stärker und schwächer. Das eiert, ja, wenn man es einmal salopp ausdrücken will. Das Feld wird elliptisch, wenn man es gescheit ausdrücken will. Es eiert, ja, Ellipse, ja, eine Analogie. Das ist nicht gut. Das können wir, denke ich, also eine Phase wirkt praktisch noch immer praktisch voll stark im Endeffekt. Und die anderen zwei Phasen, naja, die sind halt abgeschwächt. Und dadurch kommt es eben zu so einer Unwucht. Unwucht ist er nicht, aber zu einer Kraftänderung, zu einer Magnetfeldänderung, während das Magnetfeld rotiert. Ja. Was können wir dagegen machen? Schauen wir uns an, was passiert, wenn wir in zwei Phasen so Sanftanlaufschaltungen hineinbauen. Schauen wir uns das wieder am Zettel an. Gut, also jetzt haben wir gesehen, wenn wir es nur in einer Phase machen, kriegen wir ein elliptisches Drehfeld. Das heißt, mit euren Sachen eigentlich funktioniert das nicht optimal. Jetzt wollen wir uns ansehen, was passiert, wenn ich meinen Motor, da wieder meinen Motor, mit meinen drei Phasen U, V und W. Und da haben wir wieder, das habe ich jetzt erst vergessen, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Und da sind wieder die Schalter, das Motorrelais. Wie gesagt, das Ding lasse ich wieder weg. Motorschutzschalter. Und jetzt schalte das jetzt in zwei Phasen ein. Ja, nämlich da einmal. Und da einmal. Eine Phase lasse ich nach wie vor durchlaufen. Hier sind eben meine elektronischen Schalter. Ja. In zwei Phasen habe ich die jetzt drinnen. Sind beide verstellbar. Ja? Und das Verstellbare ist aber ebenfalls gekoppelt. Die kann ich nur gleichzeitig verstellen. Ja? Also die Phasen werden praktisch gleichzeitig größer und kleiner. So, und wenn man sich das jetzt anschaut, oder? Ja? Zack. Das sind wieder die. Ja? Was passiert denn da? Ja, da? Das ist die Ursprungsvariante. Ja. Dadurch, dass die drei Phasen nicht unabhängig voneinander sind. Man kann sich, wie gesagt, vorstellen, dass wir hier praktisch Widerstände hineinschalten. Ja. So, back, back, back. Das ist jetzt die rote Variante, die ich hier einzeichne. Ja. Wenn die Spannung kleiner wird und die Spannung kleiner, dann wird der Sternpunkt verschoben. Ja? Und zwar so, das ist da praktisch parallel. Jetzt zeichnen wir es da rüber. Das ist parallel zu dem. Ja? Der Sternpunkt ist jetzt mittlerweile hierher gewandert. Ja? Hier wieder eine Sternpunktverschiebung. Aber ich habe dieses Mal noch immer hier ein gleichseitiges Dreieck. Wenn ich diese Spannung reduziere und diese Spannung reduziere, dann reduziert sich automatisch auch diese, weil der Sternsprung ja irgendwo hinkommt. Ja, das ist so, wenn ich da zwei Widerstände einbaue in meine Sternschaltung. Ja. Bleibt symmetrisch. Das bleibt symmetrisch, interessanterweise. Wie gesagt, der Sternpunkt wandert halt irgendwo hin. Aber es bleibt symmetrisch. Das heißt, so eine Sanftanlaufschaltung in zwei Phasen ist absolut ausreichend, um ein schönes Drehfeld zu behalten
und halt abzuschwächen. Ja? Das ist einfach, weil die dritte Phase, wenn man sich vorstellt, die Ströme, die da reinrennen, wenn da ein Strom reinrennt und da ein Strom reinrennt, der kommt halt da, wenn da ein schwacher Strom reinrennt und da ein schwacher Strom reinrennt, muss halt da ebenfalls ein schwächerer rauskommen. Ja? Da habe ich die zwei kennen sich gegenseitig, die kennen nur gegenseitig, wenn der schwächer wird, kann der stärker werden und der stärker werden, kein Problem. Aber hier, wenn ich auf zwei Seiten abdrehe praktisch, den Strom behindere beim Durchfließen, weil was anderes macht es nicht, ja, dann mache ich da auch den Strom weniger. Das ist logisch, das muss so sein, es gibt keinen Ausweg mehr für den Strom. Ja. Deswegen wird es da eben symmetrisch so belastet und deswegen schauen Sanftanlaufschaltungen halt so aus. Und dann kann ich mit meiner Spannung praktisch sanft von unten nach oben wegfahren, ja, und ich überlaste nicht. Okay? So ist, ne? So einfach. So einfach ist es. Ne? Sanfte Anlaufschaltungen, nicht so gut, optimal, weiß ich nicht, gut. Okay? Ja, so schaut's aus. Ja. Mittlerweile übliches Vorgehen. Jetzt können wir anfangen. Ja. Was wir noch nicht können, ist die Drehzahl zu ändern. Ja, manchmal, ich meine, wie der üblichste Weg zum Drehzahl ändern ist über einen Frequenzumrichter. Das schauen wir uns aber separat an. Aber trotzdem gibt es andere Möglichkeiten, wie man die Drehzahl einer Asynchronmaschine variieren kann. Ein paar davon lernen wir im nächsten Video kennen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.